Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem neuen DAX Daily Video. Ich habe gerade ein sehr interessantes Muster beim DAX entdeckt und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es könnte dazu führen, dass sich der DAX halbiert. Viel Vergnügen. So, nun schauen wir uns den DAX doch einfach mal an. Also, vergangenen Herbst ist tief bei etwas unter 12.000 Punkten, dann diese steile Rallye, die dann immer mehr abgeflacht ist. Und im Bereich der damaligen Allzeithochs haben sich hier temporär neue Allzeithochs gebildet, aber so richtig vorwärts kommt der Bursche nicht. Und mir geht es vor allen Dingen um diese Seitwärtsbewegung, die sich jetzt hier in den letzten Monaten gebildet hat, seit Mai. Die hat nämlich zunehmend die Form eines Trompetenmusters. Ein charttechnisches Trompetenmuster sieht so aus. Es bilden sich höhere Spitzen und tiefere Tiefs in so einer Seitwärtsbewegung und das Ganze sieht aus wie ein umgekehrtes Dreieck oder wie eine Trompete. Deshalb sagt der Charttechniker auch Trompetenmuster. Und ja, was steckt dahinter? Es geht ja nicht nur darum, hier ein paar Linien einzuzeichnen, sondern es steckt ja eine gewisse Psychologie dahinter. Hinter dem Trompetenmuster steckt die Tatsache, dass die Unsicherheit am Markt zunimmt. Also es geht nicht vorwärts in eine bestimmte Richtung. Die Volatilität und damit die Unsicherheit nimmt aber zu. Und irgendwann gibt es mal einen Ausbruch aus dem Trompetenmuster. Manchmal oder oft geht es nach unten. Dann haben wir ein Trompetenmuster als Topformation. Häufig geht es aber auch nach oben, der Ausbruch nach oben raus. Dann ist das Trompetenmuster eine Fortsetzungsformation. Das ist auch gleichzeitig die Krux beim Trompetenmuster. Wir wissen vorher nicht, in welche Richtung dieser Ausbruch erfolgen wird. Also wir müssen hier wirklich abwarten, bis sich eine von beiden Seiten tatsächlich durchsetzt beim DAX. Und in welche Richtung es dann geht. Und wenn es dann aber einen Ausbruch gibt, dann ist eine größere Bewegung zu erwarten. Und deshalb sagte ich eingangs, Kurshalbierung möglich beim DAX. Wenn der Ausbruch nach unten erfolgt, dann müssen wir tatsächlich die 8.000 Punkte auf dem Schirm haben. Andererseits, wenn der Ausbruch nach oben erfolgt, können tatsächlich nochmal 8.000 Punkte draufgesattelt werden. Also dann wären wir im Bereich von 24.000 Punkten. Aber es gilt erst abzuwarten, in welche Richtung der Ausbruch erfolgt. Jetzt gucken wir uns das mal hier im Chart an. Da sehen wir hier schön die untere Begrenzungslinie, Linie, drei Auflagepunkte. Die obere hat auch drei Auflagepunkte. Das Dumme ist nur, der DAX ist gerade in der Mitte von dieser Spanne. Also einen Ausbruch nach unten würde ich bei 15.000 Punkten spätestens annehmen, einen Ausbruch nach oben bei 17.000. Sie sehen, ich gehe nicht direkt über die Linien, sondern ich gebe da noch ein bisschen Luft für einen möglichen Fehlausbruch. Also bei 17.000 können Sie relativ sicher sein, dass der Ausbruch nach oben erfolgt ist, bei 15.000 ist er nach unten erfolgt. Und dann schauen wir mal weiter. Im Moment pendeln wir so um die 16.000 Punkte. Und das heißt, wir sind genau in der Mitte der Spanne. Nun könnte es sein, es geht noch ein bisschen runter, Richtung 15.000, dreht dann wieder nach oben. Das müssen wir einfach mal abwarten, wie das in den nächsten Wochen läuft. Sie müssen eins bedenken, der DAX befindet sich in einer saisonalen Schwächephase, die dauert ungefähr bis Mitte Oktober. In der Zeit könnte es also durchaus auch mal zu einem Ausbruch nach unten kommen, ob dann gleich eine Kurshalbierung folgt, müssen wir sehen, solange die US-Leitbörse sich oben hält, ist das beim DAX eigentlich nicht zu befürchten. Aber ganz ausschließen kann man es nicht. Es kann ja ein externes Ereignis geben, was weiß ich, irgendwas aus Richtung China oder Russland. Also, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Trompetenmuster habe ich auf dem Schirm. Es macht mich etwas skeptisch für den DAX. Ich beobachte den Burschen sehr genau, aber ich fasse ihn im Moment nicht an. Und auch ich warte hier erstmal auf eine Ausbruchsrichtung und überlege mir dann, ob ich mich hier positioniere oder nicht. Sie sollten dieses Muster auch auf dem Schirm haben und wenn Sie stark im DAX engagiert sind, dann würde ich diese
Position bei 15.000 Punkten absichern, sicherheitshalber. Ja, und mit diesen doch recht spannenden Aussichten verabschiede ich mich für heute. Wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.